Nach den Erfolgen der letzten Jahre sorgten Schuyler Edwards und Hans Zettel mit ihrem vorweihnachtlichen Programm Swinging Christmas am 6. Dezember für jazzige Weihnachtsklänge im Ternitzer Herrenhaus. Den vorweihnachtlichen Musikgenuss genossen unter anderem Bürgermeister Rupert Worak mit Gattin Andrea, Stadtrat Karl Bötzelbauer mit seiner Gattin Erika sowie Ex-Banker Franz Pinkel. Seit 7 Jahren unterwegs mit Swinging Christmas in Ternitz. Das Programm gibt es schon länger, aber Ternitz hat sich so vor 7 Jahren angeschlossen. So lange sind wir schon im Herrenhaus. Erfolgsrezept ist vielleicht der Mix von traditionellen amerikanischen Jazzstandards und bekannten Weihnachtsliedern in intimen Rahmen, in kleinen Rahmen, Teamatmosphäre vielleicht. Eine gute Zusammenarbeit. Was ist Ihr Lieblingslied, was heute zu hören sein wird? Wir bringen nur Lieblingslieder. Genau, die Weihnachtslieder aus Amerika, die sind meine Lieblingslieder. Jo. Was ist das bekanntere Lied, was man heute hören wird? Wir bringen eigentlich nur bekannte Lieder. Jingle Bells. Ich glaube, es hat sich schon wieder ein Stammpublikum gebildet, liebe Freunde, die uns auch anderswo besuchen, wo wir spielen. Und das ist so ein gemütliches Beisammensein zum Jahresende, wo man sich nochmal sieht. Gibt es auch mit dem Jazzquartett, mit Saxophon, Kontrabass, Klavier und Schlagzeug, ist aber für den kleinen intimen Rahmen, glaube ich, zu wuchtig und zu übertrieben. For the strangers in the night.